Also ihr hat es ja offensichtlich die Buche, die hier zu sehen ist, beim letzten Sturm mächtig umgehauen. Also dieser Ast, wie der runtergekommen ist, das muss ganz schön gekracht haben. Und da kann man mal sehen, wie eigentlich dieser Ast gebrochen ist. Der ist nämlich, schaut euch das mal genauer an, ich zoome mal ein bisschen ran. Der ist so wie abgeschält, kann man eigentlich beinahe sagen. Das ist quasi jetzt der Ast, der jetzt noch am Stamm dran ist und etwas weiter unten seht ihr dann das Teilstück, was dort ja eben abgebrochen ist, wie abgeschält, weil es geht so konisch zu. Also muss der ja doch an der Stelle relativ instabil gewesen sein. Und natürlich kommt es darauf an, wie heftig der Sturm war. Das ist gar keine Frage. Und dann hat natürlich dann durch die Krone, wenn die Krone noch voll mit Blättern ja, bestückt ist, sage ich mal, dann bietet natürlich so ein Baum eine mächtige Angriffsfläche, als wenn jetzt das Laub, wie zum Beispiel im Herbst, vollkommen oder im Winter vollkommen verschwunden ist. Da hat dann weniger Angriffsfläche, weil die Blätter, die wirken ja wie so ein Segel, kann man so sagen. Und wenn dann ein starker Strom ist, ist natürlich klar, dass es den dann umhaut. So, jetzt werden wir mal wieder ein Stück weitergehen. Ich habe euch doch eingangs das Schild gezeigt, wo drauf steht Naturschutzgebiet. Das habt ihr ja gesehen. Ne? Und ich bin jetzt noch ein Stück weiter gegangen, genau in dieses Gebiet hinein, auf einem Weg. Und schaue hier so ein bisschen abseits und entdecke einen Hochstand. Da ist ein Hochstand, mitten im Naturschutzgebiet. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich jetzt nicht Bescheid weiß, ob das überhaupt zulässig ist in einem Naturschutzgebiet.
Also ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich habe keine Ahnung. Wenn ihr da besser Bescheid wisst oder überhaupt Bescheid wisst, würde mich das wirklich mal interessieren, ob es erlaubt ist, in einem Naturschutzgebiet einen Hochstand zu errichten. Also quasi einen für den Jäger oder für einen Jäger. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber wenn ihr dazu irgendwie etwas wisst, würde ich mich freuen, wenn ihr das unten in die Kommentare reinschreiben würdet. Das würde ich nämlich echt gerne mal wissen. Altbewährte Matte, die kennt ihr aus dem vorhergehenden Teil, als ich im Bayerischen Wald war, im Nationalpark Bayerischer Wald, da habe ich die Matte mal gezeigt. Hier sind noch drei Datteln. Datteln schmecken sehr lecker, aber sehr süß. Ich bin da nicht unvorbereitet. Ich habe ein Handtuch bei.
Osteressen beendet. Den Müll nehme ich natürlich wieder mit, logisch. Dieses Fischgrätenmuster, was ihr hier seht, das hier so in diesen Baum eingeschnitzt wurde, das hat man absichtlich gemacht. Und zwar hat das den Zweck, der Baum harzt. Und man hat hier die Absicht gehabt, das Harz zu gewinnen und hat dann diese schräg verlaufenden oder dieses Fischgrätenmuster hier eingeschnitzt und dann läuft das ganze Harz hier so runter, wie man hier zum Beispiel an dem Tropfen auch ganz gut erkennen kann. Also ich muss jetzt hier ganz in der Nähe von diesem See sein, den ich hier eigentlich suche. Und ich vermute beinahe, dass das so eine Art, naja, also auf jeden Fall irgendein Schutzgebiet oder Privateigentum ist. Weil die ganze Zeit auf dem Weg, wo ich hier laufe, der nach meiner Meinung nach um den See so ein bisschen herumgeht, ist nämlich ein Zaun. So ein Maschendrahtzaun. Ja, ist ja überall Maschendrahtzaun. Na gut, will ich erstmal weitergehen. Normalerweise müsste sich nach meinem Navi da vorne der Weg so ein bisschen kreuzen mit dem anderen Weg. Und dann kann man irgendwie rumlaufen. Ich werde ja sehen. Spannend, spannend. Hier ist es immer noch eingezäunt. Also es ist genau um den See herum, also wenn man da überhaupt rankommt, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Und da tut er sich auf. Thank you.
soweit soll es bis hier erstmal gewesen sein. Den kleinen See, den ich ja so verzweifelt gesucht hatte, habe ich ja nun endlich gefunden. Im Grunde genommen war es ganz einfach. Dann möchte ich mich an dieser Stelle für heute verabschieden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Daumen nach oben macht. Und gerne auch dürft ihr was unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr freuen für Anregungen, Fragen, Vorschläge, was auch immer. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Andreas. Ciao.